Wir müssen jetzt erstmal aufräumen. Wir brauchen einen Handfeger, vielleicht auch noch einen Handstaubsauger. Wir brauchen einen Handstaubsauger, auch der ganze Hopfen, der hier rumliegt. Das war ja vorher nicht so. Der ganze Hopfen, der da unten rumliegt. Ja! Also das ist nicht schlecht, gell? Du, die zwei sind ja ganz eng miteinander. Wenn ich das so sehe, ich habe Bedenken. Der Hopfen, der da unten rumliegt. Ich brauche Beserl und Schaferl, bitte. Da unten, genau. Ja, muss man alles jetzt auch. Frau Schieder. Ich habe eine Kraft. Ja. Aber dann kann ich ja sehr stolz sein, dass ich Sie heute hier antreffe. Ja, auf alle Fälle. Haben Sie Glück gehabt. Ja, da freut mich sehr. Was ist das bitte hier? Soll ich gehen oder? Nein. Neu bleiben? Du passt ja wunderbar in diese. Das ist ja Old Playmate Normandie. Das ist ein unfassbares Playmate Ensemble. Damen und Herren, ich habe heute einen ganz tollen Beruf bekommen. Ich bin Kammerjäger für den Flohzirk. Ja, da haben wir schon mal. Grüß Gott, die Damen. Wissen Sie, wer ich bin? Ja, Freilich, wir waren ja beim Weinfest. Wissen Sie, was bei mir sagt? Na klar, ihr seid diese ganz berühmten Trinkerinnen aus dem Kaiserhof. Ja, aber der geht auch auf den Mund, wenn man Männer davon trinkt. Wir haben ja kein Glas mehr frei. Die sind ja alle kontaminiert. Wir können morgen davon trinken. Heute können wir nur davon riechen. Okay, Weltsensation auf der Teppichrutschen. Hier das Team Francesco Friedrich gegen Manuel Machata. Alexander Mann ist auch mit dabei, die Bobfahrer. Wir wollen mal schauen, welches Team mehr Schubkraft aufbringt. Ich sag auf die Plätze, fertig, go! Ja, das schaut doch ganz gut aus. Ich fahre mal ganz ruhig hinterher. Oh, der Manuel Machata hat noch mal angeschoben. Aber jetzt kommt Alexander Mann, Francesco Friedrich. Nein, sie bleiben stecken! Sie bleiben stecken! Und damit haben sie es, auf gut Deutsch gesagt, wirklich verkackt. Du bist weg, wir sind auf Sendung. Drum sei ein Mensch und trink ein Bier. Oder auch zwei und glaube mir, in diesem Stoff von Gott geschenkt steckt manches mehr, als mancher denkt. Prost. Ich bin hier gerade bei wundervollem Wetter im Käferzelt und ich freue mich über einen sehr, sehr seltenen Gast auf dem Münchner Oktoberfest. Sehr, Nigita sehr. Von Got to Dance. Got to Wiesn heute, oder? Got to Wiesn und das allererste Mal. Ach nee, das allererste Mal auf der Wiesn, quasi absolute Premiere. Ja, wirklich wahr. Sie müssen jetzt eine Runde mit mir tanzen. Ein bisschen laut ist hier. Sehr laut. Aber beim Bodo tanzt sich's gut. Ja. Ich bin zum ersten Mal aber da. So, ich zieh weiter. Dankeschön. So, die knutschen. Ich klatsch hier ab. Ich klatsch ab. Eine Runde. Ja, eine Runde. Ja. Na, die Mandeln, die müssen so lange lutschen, bis der Zucker runter ist und sie nicht mehr süß schmeckt. Und dann können sie es essen. Ah. Das ist Mandeltrinkost. Haben Sie schon mal probiert, ein Gummibärli im Mund zergehen zu lassen? Haben Sie das schon mal probiert? Deep from the bottom of my body, there is soul and love for you, only for you in these 3 hours, you know? And this is the reason why I sit next to you. Du klingst wie eine nymphomanische Wiesenbesucherin aus Italien, die im Parkhaus übernachtet. Ja, nicht, bitte. Und jetzt sind wir schon bei den Augen, bei der Mascara. Ich hab schon eins sitzen. Sagte sie und damit hallo und herzlich willkommen, Moni Wankern. Hallo, servus. Eigentlich habe ich gesagt, okay, ich mache am Anfang so ein paar Interviews, danach trinke ich mir ein und dann mache ich keine Interviews. Aber dann kam Tina und Tina ist meine Pilates-Freundin, da muss man mal Ausnahmen machen. So, er ist nämlich, oh, nicht nur einer, der gleich daneben donnert, mit Schwung. Er war der erste Crash-Eis-Fahrer, Weltmeister in dieser Disziplin. Nein. Aber ungebrochen vom Mut her zieht er durch. Ich bin die Nicola, ich bin 37 Jahre alt und komme aus München.